Krebs existiert so lange wie die Menschheit selbst. Eine Krankheit so unberechenbar wie eigensinnig, die uns nicht von außen bekämpft, sondern von innen. Doch die Geschichte hat gezeigt, dass die Unverwüstlichkeit von Krebs in uns Menschen einen noch größeren Willen entfesselt hat. Den Willen zu überleben, zu verstehen und zu heilen. Vor einem halben Jahr erhielt Katrin Putschbach die Diagnose Brustkrebs. Seitdem ist ihr Leben wesentlich von der Behandlung der Erkrankung bestimmt. Ein Stück weit bin ich froh, dass es jetzt kommt und, glaube ich, noch mal so eine Zäsur gibt, dahingehend, dass der Tumor dann wirklich auch weg ist. Ich habe mich entschieden, eine beidseitige Mastektomie zu machen, also auf beiden Seiten die Brustdrüse komplett zu entfernen. Einfach vor dem Hintergrund dieser Genmutation, die ich ja habe. Und damit gibt es einfach ein erhöhtes Risiko für die andere Seite. Und ehrlich gesagt möchte ich das in 3 Jahren jetzt nicht alles nochmal mitmachen müssen und hoffe eben dadurch auch ein Stück mehr Sicherheit mir zu schaffen. Nach 6 Monaten Chemotherapie steht ihr nun die OP bevor. Genau, also den ersten Schritt haben wir geschafft, die Chemo. Dann würde jetzt noch die OP anstehen, am Dienstag. Wir würden bei der Operation die gesamte Brustdrüse entfernen und statt der Brustdrüse ein Implantat einsetzen. Also praktisch, das ist die Haut wie so ein Apfel, wo das innen, das Gehäuse oder halt alles praktisch, das Fruchtfleisch und alles rauskommt und die Haut einfach erhalten bleibt. Mhm. Und statt diesem Drüsenkörper kommt ein Silikonkissen rein. Okay. Hier, das Blaue. Mhm. Ja. Was auch noch das Risiko zu erkranken bzw. im Zusammenhang mit ihrer genetischen Mutation steht, ist, und was wir Ihnen ja auch schon mal empfohlen haben, ist die Entfernung der Eierstöcke nach abgeschlossener Familienplanung, was bei Ihnen, glaube ich, der Fall ist. Ne? Genau. Aber das ist natürlich nicht in derselben Operation, sondern das dann im zweiten Schritt. Genau, das plane ich so für das Ende des Jahres noch zu machen. Okay, das heißt, ich bin Montagmorgen dann hier? Gegen 8. Ja, gegen 8. Genau, hier auf Station. Heute ist es möglich, Krebserkrankungen auf einzelne Mutationen im Erbgut zurückzuführen. Generationen von Frauen wurden therapiert, obwohl man die Ursachen ihrer Krebserkrankung nicht kannte. Da Krebs eine Anomalie des Zellwachstums ist, versuchte man, das Zellwachstum zu bremsen und so den Krebs zu zerstören. Damals dachte man, wir wissen nicht, was dieses Wachstum verursacht und befördert. Aber lasst uns einfach die wachsenden Zellen zerstören und hoffen, dass wir mehr Krebszellen zerstören als gesunde Zellen. Diese Methode war erstaunlich erfolgreich bei Kinderleukämie und einigen anderen Krebsarten. Aber dann, ab Anfang der 1970er, wurde klar, dass solange wir die Ursachen nicht kennen, die nächste Generation von Medikamenten unerreichbar bleibt. Die meisten Forscher nahmen an, dass es die eine Ursache für Krebs geben würde und damit auch das eine Heilmittel. Uneinig waren sie sich darüber, welche diese eine Ursache sein könnte. Bis in die 1970er Jahre gab es 3 konkurrierende Theorien. Jede schien auf handfesten Beweisen zu beruhen, hatte eifrige Befürworter und war unvereinbar mit den anderen. Die populärste Theorie war, dass Krebs von Viren verursacht wird. Sie geht auf den amerikanischen Wissenschaftler Peyton Rouse zurück, der 1911 das erste Onkovirus, also das erste krebsauslösende Virus, bei einem Huhn nachweisen konnte. Für die Entdeckung des Rouse-Sarkom-Virus erhielt er den Nobelpreis. Erst 1964 gelang es den englischen Virologen Epstein und Barr, ein Virus zu beschreiben, das zu der Entstehung von Krebs beim Menschen beitragen kann. Das Epstein-Barr-Virus. Die Suche nach krebserregenden Viren wurde daraufhin ein Schwerpunkt der Forschungsgemeinschaft. Immer mehr Krebsviren wurden gefunden, unter anderem Hepatitis B und C, die Hauptursachen von Leberkrebs. Der deutsche Forscher Harald Zurhausen untersuchte den Zusammenhang von Warzenviren und Gebärmutterhalskrebs.
Ich war auf Untersuchungen gestoßen, die eigentlich schon seit langer Zeit belegten, dass der Gebärmutterhalskrebs bei Frauen etwas mit Infektionen zu tun haben könnte. Damals war die Skepsis unter den Kollegen enorm groß und viele haben darüber gelächelt, dass man sich mit solchen Viren befasst, die eigentlich nichts Bösartiges bewirken. Die Kritiker verstummten, als es Zurhausen und seiner Forschungsgruppe Anfang der 80er Jahre gelang, die Papillomviren in Gebärmutterhalstumoren nachzuweisen. Für diese Studien wurde er 2008 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Die Beharrlichkeit der Forscher zahlte sich aus. Ihre Entdeckung ebnete den Weg für Impfstoffe, die heute helfen, einzelnen Krebsarten vorzubeugen. Inzwischen wissen wir, dass Viren für mindestens 20% der Krebserkrankungen verantwortlich sind, auch wenn sie nicht zwingend Krebs auslösen müssen. Aber es wurde kein Virus gefunden, der Ursache für die häufigsten Krebsarten wie Lungen-, Darm- und Brustkrebs ist. Viren sind nicht die eine Ursache, nach der so viele gesucht hatten. Eine zweite Theorie besagte, dass Krebs durch chemische Substanzen ausgelöst wird, sogenannte Karzinogene. Schon 1775 bemerkte der englische Arzt Percival Pott eine große Anzahl von jungen Männern mit Hodenkrebs. Bei den meisten fand er Rußpartikel unter der Haut und vermutete darin die Ursache für den Krebs. In den folgenden Jahrzehnten stellten Epidemiologen auch einen Zusammenhang zwischen der Arbeit im Kohlebergbau und Krebs her. Doch erst eine viel populärere Entdeckung sollte die Theorie der krebsauslösenden Substanzen bestätigen. In den späten 1940er Jahren interviewten die Briten Bradford Hill und Richard Dahl in London mehr als 150 Patienten mit Lungenkrebs. Die Antworten hatten nur eine Gemeinsamkeit: Zigaretten. Zeitgleich forschte in den USA auch der junge Medizinstudent Ernst Winder an dem Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebs. Mit der Hilfe seines Professors Everts Graham befragte Winder hunderte Lungenkrebspatienten. Wir gaben nicht auf, bis wir mehr als 600 Patienten befragt hatten. Und es war sehr schwer, jemanden unter ihnen zu finden, der kein Kettenraucher gewesen war. Beide Studien waren Beweis für einen direkten Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebs. Tabakunternehmen verschleierten dennoch die Beweise vor der Öffentlichkeit hinter einer Flut von Pseudowissenschaft und irreführender Werbung. Lungenkrebs ist eigentlich in Abwesenheit von Rauch ein sehr seltenes Phänomen. Und man hat eben gesehen, dass mit dem Auftreten des Rauchens als gesellschaftlich-soziale Aktivität und der Häufung mit einer Verzögerung von ungefähr 15 bis 20 Jahren die Krebsfälle massiv angestiegen sind. Dieses Phänomen ist ja so ausgeprägt geworden, dass Lungenkrebs oder rauchabhängige Krebsformen heute die häufigsten Krebsformen sind, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Viren und Umwelteinflüsse sind also Ursachen für die Entstehung von Krebs. Aber es musste noch weitere geben. Und wie hingen sie zusammen? Schon Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der deutsche Biologe Theodor Boveri erstmals die These aufgestellt, dass in einer Krebszelle genetische Veränderungen der Chromosomen vorliegen. Dennoch lieferten erst die Forscher Michael Bishop und Harold Varmus die Antwort, nach der alle suchten. Sie entschieden sich in den 1970er Jahren, das Rous-Sarkom-Virus erneut zu erforschen. Bishop und Varmus haben Zellen und auch ganze Tiere mit Viren infiziert, also zusätzliche genetische Informationen in die Zellen eingebracht. Sie haben letzten Endes das Entstehen von Krebserkrankungen gezielt ausgelöst und man hat dann im Zuge dieser weiteren Forschung relativ genau herausfinden können, welche Art von Veränderungen in genetischer Form diese Viren in den entsprechenden Zellen auslösen und auf die Weise die ersten Onkogene, also die ersten krebsassoziierten Gene, entdeckt. Die Ursache in Viren und Umwelteinflüssen zu suchen war nicht falsch, aber unzureichend. Endlich hatten Forscher die eine Lösung für das Rätsel der Krebsentstehung gefunden. Das Krebsgen oder auch Onkogen. Es entsteht, wenn in einer gesunden Zelle ein Gen durch Mutation verändert wird, das Proteine steuert, die für Zellwachstum oder Zellteilung verantwortlich sind. Das Wachstum der Zelle gerät außer Kontrolle. Sie kann sich in eine Tumorzelle verwandeln.
Jetzt, ganz plötzlich, haben wir angefangen zu begreifen, was Krebs wirklich ist. Es gibt Gene in unserem Körper, die das normale Zellwachstum steuern. Und wenn diese Gene gestört werden, dann kann Krebs entstehen. Die Gene sind das Drehbuch, nach dem die Zelle arbeitet. Dort ist also aufgeschrieben, wie die einzelnen Bausteine zusammengesetzt sind. Und das Drehbuch muss bei jeder Zellteilung erneuert werden und muss auch im laufenden Betrieb sozusagen immer wieder abgelesen werden. Und dabei können Kopierfehler auftreten, die dann letzten Endes dazu führen, dass bestimmte Dinge nicht so verlaufen, wie sie ursprünglich im biologischen Sinne geplant waren. Bishop und Varmus hatten mit ihrer Entdeckung Medizingeschichte geschrieben, konnten das Onkogen aber nur bei Hühnern nachweisen. Obwohl die Arbeit von Varmus und Bishop sehr interessant war, erklärte sie nicht, was genau im Innern des menschlichen Körpers passiert. Das veranlasste mich 1978, in meiner Forschung nach genau diesen Genen zu suchen. In einer menschlichen Zelle gibt es zehntausende Gene. Die Suche nach dem einen Gen, das Krebs verursacht, erwies sich als eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Weinberg isolierte alle Gene einer menschlichen Krebszelle und verteilte sie eins nach dem anderen auf gesunde Zellen. Wann würden sie entarten? Nach einem Jahr hatte Weinberg das erste menschliche Onkogen entdeckt. RAS. Es war und ist eine Detektivgeschichte. Können wir all die Gene finden, die verantwortlich für das abnormale Verhalten von Krebszellen sind? Wir müssen es versuchen und hoffen, dass die Ergebnisse denen nützen, die neue Therapien entwickeln. Die Euphorie war groß. Dennoch waren sich die Entdecker des Onkogens der Herausforderungen bewusst, die noch vor ihnen lagen. Wir haben unseren Feind, die Krebszelle, nicht besiegt, sagte Harold Varmus, als er den Nobelpreis erhielt. Wir haben das Monster nur deutlicher und auf neue Weise gesehen. Die Krebszelle als verzerrte Version unserer selbst. Unsere Verletzlichkeit ist ein Teil von uns. Die gleichen Gene, die uns wachsen lassen, die uns leben lassen, können uns unter Umständen auch töten. Wilfried Piecher ist 67 Jahre alt. Vor einem Jahr erhielt er die Diagnose Lungenkrebs im Spätstadium. Seitdem hat er Therapien durchlaufen, die ihn nicht heilen, aber sein Leben verlängern. Es ist einmal schaffen, tief einzuatmen, die Luft anhalten. Moment. Okay. Dann überprüft er die rechte Lunge. Ist doch noch so ein bisschen auch. Es hat sich hier so ein bisschen anders angehört als beim letzten Mal, aber das ist ja auch eine Veränderung sichtbar im CT so ein bisschen. Ne? Ja. Gut. Gut. Sind Sie zufrieden, ne? Der Arzt ist zufrieden. Der Patient weiß nicht, warum. Okay. Alle zwei Wochen besucht die Palliativärztin Birgit Wienerleck das Ehepaar. Es gibt ja diesen Ausspruch, er hat sich zum Sterben hingelegt. Und deswegen hinlegen bedeutet so ungefähr, okay, jetzt gebe ich mich auf oder jetzt gebe ich auf. Und Sie sind ja schon ein Kämpfer. Aber... ja, ich denke schon, oder? Sagen, ja. Wir haben ja einen Maßstab, wenn mein Mann die Treppe nicht mehr hochkommt zum Schlafen oben ins Schlafzimmer. Dann ist es soweit, dass entweder Pflegebett oder Hospiz ansteht. Ich glaube, es ist gut, wenn man so einen gewissen Plan hat. Ob es dann Plan B gibt, ist auch okay. Also ich habe keine Pläne mehr. Pläne machen mich nur verrückt, die machen mich auch unsicher, die machen mir Angst. Und wenn ich versuche, das so jeden Tag hinzukriegen. Das Gänsefüßchen schöner am nächsten Computertomogramm, am nächsten Mittwoch. Sonst war ich immer etwas gespannt, ne, was kommt denn diesmal raus? Aber nächsten Mittwoch gehe ich also mit einer Gefasstheit hin. Es kann gar nicht schlechter kommen. Ja, dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. Ich bringe Sie noch zur Tür, wie immer. Bis bald, Herr Picher.
Viele Ärzte haben anfangs allergisch auf den Begriff Palliativmedizin reagiert, weil sie sich eingestehen mussten, dass sie verloren hatten. Durch die Fokussierung auf Heilung stand die Palliativmedizin lange im Hintergrund, obwohl sie den Patienten in den Mittelpunkt stellt und dessen Würde und Selbstbestimmung. Dieses Palliative, das leitet sich ab von Pallium, das heißt Mantel, und das soll halt umhüllen, schützen, den Menschen selbst, den Patienten und auch seine Familie umfassen und dafür sorgen, dass ein Konzept entworfen wird, unter dem, das klingt jetzt sehr fachlich-wissenschaftlich, aber das einfach eine gute Begleitung für diese letzten Lebenswochen oder Monate erreicht werden kann. Noch immer hat es die Palliativmedizin schwer, gegen den Fortschrittsglauben der hochtechnisierten Medizin und die Versagensängste der Ärzte anzukämpfen. Aber für Patienten und ihre Angehörigen bedeutet sie viel. Wichtig für die Entwicklung von Therapien, die auch heilen, war die Entdeckung des Onkogens. Davon ausgehend fragte sich der Onkologe Dennis Slayman, ob man Krebs nicht mit neuen Medikamenten angreifen könnte, die zwischen gesunden und entarteten Zellen unterscheiden. Wenn wir verstehen würden, was in einer gesunden Zelle passiert, damit sie zu einer Krebszelle wird, dann könnten wir dort gezielt angreifen. Das wäre die Voraussetzung für die Erforschung von effektiveren und weniger giftigen Therapien. Und das war nicht nur meine Ansicht. Wissenschaftler wie Slayman begannen ihre Karrieren zu einer Zeit, als das Onkogen schon entdeckt war. Sie fragten sich nicht länger, was ein Onkogen ist, sondern wie man mit diesem Wissen eine Krebszelle zerstören kann. Wie könnte eine onkogenspezifische Therapie aussehen? In den 1990er Jahren wurden viele Krebsgene entdeckt. Eines interessierte Dennis Slayman besonders: das Onkogen HER2. In seiner regulären Form ist das Gen HER2 für die Zellteilung verantwortlich. Es sorgt dafür, dass Rezeptoren gebildet werden, die Signale senden und empfangen, die der Zelle sagen, dass sie sich teilen soll. In einigen Tumoren kommt es zu einer Vermehrung dieses Gens. In dessen Folge bilden sich zu viele Rezeptoren, die dann zu viele Wachstumssignale in die Zelle senden. Die Folge? Unkontrolliertes Wachstum. Wir hatten ein Archiv mit Tumorgewebeproben, die den Patienten aus therapeutischen Gründen entnommen wurden. Wir durchsuchten diese riesige Tumorbank mit all ihren verschiedenen Krebsarten nach dem Gen HER2. Als wir bei den Brustkrebsproben waren, fanden wir eine ziemlich krasse Veränderung, die in fast einem Viertel der Tumoren auftrat. Bei diesen Krebstumoren fiel eines auf: Wenn das Gen HER2 verändert ist, dann ist die Oberfläche der Brustkrebszellen über und über mit den Rezeptoren besetzt. Wirklich aufregend wurde es, als wir uns die klinischen Daten ansahen. Wir fanden heraus, dass die Frauen, deren Tumoren diese Veränderungen zeigten, die schlechtesten Prognosen hatten. Ihr Krebs kam schneller zurück. Das war die erste große Erkenntnis. Es gibt eine genetische Veränderung, die unmittelbar mit der aggressivsten Form von Brustkrebs zusammenhängt. Dies führte zu der Frage, wie man HER2 gezielt ausschalten kann. Slayman glaubte, dass es eine Waffe gab, mit der man das Onkogen angreifen und so die Tumorzellen am Wachstum hindern könnte. Antikörper. Als Teil des menschlichen Immunsystems. Antikörper sind eben Moleküle, die eine Erkennungsregion für bestimmte Strukturen haben. Das heißt, die können ganz spezifisch Stoffe, zum Beispiel Eiweiße, Viren, Bakterien oder andere Bestandteile erkennen und markieren und dann auch mit einem Signal versehen, dass sie zum Beispiel abgebaut werden sollen, abtransportiert werden, verklumpt werden sollen oder auf andere Weise zerstört werden. Wissenschaftler wussten bereits, wie sie Antikörper künstlich herstellen können. Jetzt müssten sie einen finden, der auf die durch das Onkogen HER2 vermehrt ausgebildeten Rezeptoren passt und so das Signal zur Zellteilung blockiert. Der vielversprechendste Antikörper war Trastuzumab. Slayman suchte Frauen mit Brustkrebs im Spätstadium. 1992 wurde Barbara Bradfield Teil der Studie. Mein Tumor am Hals war der Prüfstein der Studie, da er von Anfang an der einzige Tumor war, den man tasten konnte. Man konnte ihn sogar sehen. Er war hier. Also kam jede Woche alle zu mir, um ihn zu fühlen.
In den ersten 2 Wochen wurde er sogar kleiner, was total aufregend war. Sie kamen rein und tasteten ihn ab. Wenn deiner kleiner wird, dann ist das bei meinem auch so. Im Frühjahr 1993 war die erste Studie beendet. Die Tür flog auf und er kam mit seinem Assistenten und einem Grinsen im Gesicht rein und sagte, der Krebs ist weg. Mein Mann und ich schauten einander an und fragten, der Krebs ist weg? Und dann sagte Dennis, komm, wir gehen runter in die Radiologie und ich zeige es euch. Also gingen wir runter und er zeigte uns die Bilder. Hier sind die 16 Tumoren in deiner Lunge und jetzt schau hier drüben. Keine mehr da. Wir wussten nicht genau, was wir mit dieser Information anfangen sollten und selbst Dr. Slaman wusste es nicht. Er sagte, das ist ein völlig neues Gebiet für uns. Wir wissen nicht, ob ihr Krebs in 3 Monaten wieder zurück sein wird. Wir wissen nicht, ob sie wirklich geheilt sind. Aber erstmal gehen sie nach Hause und genießen sie ihr Leben. Der Rückgang des Tumors bei Barbara Bradfield war eine medizinische Sensation. Noch nie zuvor wurde ein Onkogen identifiziert und erfolgreich gezielt behandelt. Doch war es Zufall oder würde Trastuzumab auch bei anderen Frauen wirken? Natürlich hat man immer Bedenken, dass es ein Einzelfall ist und sich in einer größeren Studie nicht wiederholt. 1997 waren die Studien abgeschlossen. Trastuzumab hatte das Leben der Frauen um 50% verlängert, fast ohne Nebenwirkungen. Es gilt als eines der ersten Vertreter einer neuen Therapieform, die der zielgerichteten Medikamente. Ihre Besonderheit? Sie wirken gezielt auf spezifische Eigenschaften eines Tumors. Wenn man so einen Rekord bricht, dann geht es nicht darum, das Limit zu brechen, sondern die Idee davon. Das Limit in der Onkologie war, dass man kein Mittel entwickeln kann, das auf eine spezifische Krebszelle wirkt. Trastuzumab zielt auf eine einzelne Mutation bei etwa einem Viertel aller Brustkrebsfälle und wird als Ergänzung zur Standardtherapie intravenös verabreicht. Der nächste entdeckte Antikörper wirkte bereits in Tablettenform. Imatinib bekämpft ein Gen, das eine Form der Leukämie verursacht. Imatinib war das Heilmittel, auf das die Welt gewartet hatte. Doch die Euphorie wurde schnell von Fragen abgelöst. Waren die vielversprechenden Medikamente Trastuzumab und Imatinib Ausnahmen von der Regel? Wie komplex ist Krebs? Wie viele Mutationen würden in den Genomen der häufigsten Krebsarten wie Lunge und Brust gefunden werden? Und wie lange würde das dauern? Die Antworten ergaben sich aus der Vollendung eines der ehrgeizigsten wissenschaftlichen Projekte unserer Geschichte. Der vollständigen Entschlüsselung aller Gene des menschlichen Körpers. Die Nachricht im Jahr 2003, dass das Humangenomprojekt erfolgreich abgeschlossen wurde, war ein Wendepunkt für die Krebsforschung. Die Menschheit hatte aber natürlich überhaupt kein vollständiges Verzeichnis aller Gene, die im menschlichen Körper vorkommen. Das heißt, man hatte im Grunde gar keine Landkarte, um diesen Ozean zu befahren. Und das Humane Genomprojekt ist das erste Projekt, das zumindest mal in groben Zügen eine Landkarte der gesamten genetischen Struktur menschlicher Zellen darstellen kann. Bisher hatten Forscher mühsam nach einzelnen Genmutationen in Krebstumoren gefahndet. Jetzt konnten sie systematisch alle Gene einer gesunden Zelle mit denen einer Krebszelle vergleichen, um die Mutationen zu finden, die Krebs erzeugen. Es war ein Forschungsprojekt gigantischen Ausmaßes, das nur durch die weltweite Zusammenarbeit von Forschern realisiert werden konnte. Tausende Proben der häufigsten Krebsarten wurden untersucht, ihr Genom teilweise komplett entschlüsselt. Die Vision? Einen genetischen Atlas sämtlicher Krebsarten erstellen. Der Krebsgenomatlas belegte plötzlich, dass Krebs genetisch viel komplexer als 3, 4 oder 5 Gene ist. Es kann 10 oder 20 mutierte Gene geben. In einer Brustkrebsprobe waren 110 Gene verändert. Besonders überraschend war die neue Erkenntnis, dass die Mehrheit der entdeckten genetischen Veränderungen gar keine Onkogene waren, sondern eine noch unbekannte Art von Gen. Sogenannte Tumorsuppressorgene. Im Gegensatz zu Onkogenen, die mit fehlerhaften Proteinen das unkontrollierte Wachstum der Zelle fördern, verhindern Tumorsuppressorgene normalerweise ein übermäßiges Wachstum der Zellen.
Tumorsuppressorgene müssen durch eine Mutation außer Kraft gesetzt werden, bevor ein Krebs wachsen kann. Tumorsuppressorgene sind in gewissem Sinne das Gegenteil von Onkogenen. Onkogene sind wie das Gaspedal in einem Auto. Sie steigern das Zellwachstum. Die Tumorsuppressorgene sind die Bremse. In vielen Krebszellen gibt es diese Bremse nicht mehr. Heute begreifen wir, dass nahezu jede Krebszelle beide Defekte hat. Ein Gaspedal, das klemmt, also hyperaktive Onkogene, und kaputte Tumorsuppressorgene, also mangelhafte Bremsen. Diese beiden Defekte verschwören sich und so kommt dieses abnormale Verhalten zustande, das in bösartigen Zellen vorkommt. Die Komplexität der Krebszelle zerstreute die Hoffnung, dass gezielte Krebstherapien schnell einen Sieg gegen die Krankheit bringen könnten. Wilfried Piecher kann nicht mehr geheilt werden. Er erhält eine zielgerichtete Tablettentherapie, die das Wachstum von Tumor und Metastasen verlangsamen soll. Alle 6 Wochen wird mit einem CT-Bild der Verlauf kontrolliert. In den letzten Wochen hat sich sein Zustand stetig verschlechtert. Dieses Mal rechnet er mit dem Schlimmsten, mit Metastasen im Bauchraum. Seine Frau Susanne ist immer an seiner Seite. Wilfried Piecher hadert nicht mit seinem Schicksal. Als Mediziner weiß er um die Ausweglosigkeit seiner Diagnose. Bitte einatmen und die Luft anhalten. Weiteratmen. Trotz der schweren Diagnose. 14 Monate, 2 Wochen und einen Tag Zeit hat die moderne Medizin dem Ehepaar schon geschenkt. So. Guten Tag, Herr Kohlmeier. Hallo, Frau Tag. Hallo, Herr Peter. Kommen Sie rein. Aber gerne. Wir ziehen ja immer vorm Bildergucken immer eine gewisse Bilanz über die Lebensqualität. Da würden Sie welche Bilanz ziehen? Leicht schlechter, besonders von der Luft her. Weil die Belastung jetzt, also auch bei kleinsten Dingen, ja, wenn ich einen Teller wegbringe, dann ist es schon so weit. Gut, also eine Aktivität dieser Art reicht dann setze ich mich hin. Und das ist eine Frage der Disziplin, wenn ich auch mal 2 Teller wegbringe, ja, dann das ist schon eine Anfechtung, also bildhaft. Ist aber willkommen, wissen Sie ja, ne? Auch das 2 Teller wegbringen. Ja. Die Bilder sind alle besser geworden. Und nein, auch wirklich an allen Stellen ist es deutlich besser geworden. Darum wundert mich das, aber Sie sind ja immer mal ein bisschen anders als die Befunde. Also eigentlich ist es sehr, ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Denn ich war auf ein bedenkliches Ergebnis. Wir waren eigentlich heute auf alles gefasst. Der eigentliche Übeltäter hier unten, der hat sich nicht wesentlich verändert. Der hat sich ja nie so richtig verändert. Der ist jetzt auch gleich. Die Befunde in der Lunge sprechen alle für Ansprechen der aktuellen Therapie. Ich habe mich auf einen bedenklichen Befund eingestellt. Insofern bin ich angenehm überrascht. Bin voller Freude über die Befunde, die uns mitgeteilt worden sind. Jetzt muss das Allgemeinbefinden dem noch etwas folgen. Aber immerhin, der halbe Sommer ist gerettet erstmal schon. Das ist ein gutes Gefühl. Die Entwicklung gezielter Therapien war ein großer Fortschritt. Viele verlieren jedoch schnell ihre Wirkung. Die Ursache ist von Infektionskrankheiten bekannt. Resistenzen. Selbst wenn ein Medikament gefunden wird, das auf die Schlüsselmutation einer Krebszelle einwirken kann, mutiert die Zelle oft wieder und verliert die Eigenschaften, auf die das Medikament wirkt. In den letzten Jahren wurden jährlich rund 4 neue zielgerichtete Therapien zugelassen, von denen die meisten das Leben der Patienten nur für wenige Monate verlängert haben. Diese kleinen Fortschritte haben einen hohen Preis. Sie kosten Milliarden. Deshalb plädieren prominente Stimmen für eine Verschiebung der Prioritäten. Prävention ist bei uns das vernachlässigste Gebiet. Weil man, wenn man jung ist, auch gar nicht dran denkt, dass man irgendetwas später bekommen könnte, unter dem man dann später natürlich ganz, ganz intensiv leidet.
Wenn du keinen Krebs bekommst, kannst du auch nicht daran sterben. Das ist eine einfache Wahrheit, die wir allerdings gern übersehen, da sie intellektuell nicht besonders anspruchsvoll oder aufregend ist. Jemanden zu überreden, mit dem Rauchen aufzuhören, ist eine psychologische Übung. Das hat nichts mit Molekülen, Genen oder Zellen zu tun. Darum sind Menschen wie ich daran nicht übermäßig interessiert, obwohl es eine viel größere Wirkung hätte auf die Sterberaten als alles, was ich zu meinen Lebzeiten erreichen könnte. 10 Jahre nach der letzten Zigarette halbiert sich das Risiko, an Lungenkrebs zu sterben. Auch Übergewicht und erhöhter Alkoholkonsum begünstigen die Krebsentstehung. Andere Faktoren waren sehr viel schwieriger zu finden. Radioaktive Strahlung, Sonnenlicht, Asbest, Viren. Bei allen hat sich erwiesen, dass sie genetische Veränderungen verursachen und damit zu einem erhöhten Krebsrisiko führen. Nicht jede Schädigung der DNA mündet in eine dauerhafte Genmutation. Normalerweise kann eine Zelle diese Schäden reparieren. Es sei denn, die Reparaturmechanismen sind überlastet oder ihre Fähigkeit dazu ist bereits durch eine Mutation gestört. Viele Mutationen, die zu Krebs führen, sind wahrscheinlich das Ergebnis eines zufälligen Kopierfehlers unter Milliarden Zellen, die sich jeden Tag teilen. Deshalb sind neben einer gesunden Lebensweise regelmäßige Untersuchungen zur Früherkennung wichtig. Die Erkennung von Vorstufen und die Entfernung der Vorstufen hat sich als wesentlich, als segensreich erwiesen. Zum Beispiel beim Dickdarmkrebs, nicht, wo die Spiegelung des Dickdarms die Vorstufen erkennen lässt und deren Entfernung das Risiko an Dickdarmkrebs zu erkranken deutlich reduziert. Mammografien, das Röntgen der Brust, wurden zunächst als Durchbruch in der Bekämpfung von Brustkrebs gefeiert. Wie bei vielen Krebstherapien oder Präventionsmethoden zeigte sich aber, dass sie nicht jeder Frau gleichermaßen helfen, sondern auf jede Patientin abgestimmt werden müssen. Studien haben belegt, dass die jährliche Mammographie bei Frauen über 50 Jahren zu einer deutlichen Verringerung der Sterblichkeit führt. Für jüngere Frauen ist der Nutzen jedoch deutlich geringer. Bei ihnen ist der Test zu ungenau, um einen bösartigen Tumor von einem harmlosen Wachstum zu unterscheiden. Aber Früherkennung ist nicht nur Frauensache. Bei Männern gehört Prostatakrebs zu den häufigsten Krebsarten. Eine Beratung beim Arzt ist deshalb sinnvoll. Je früher Krebs entdeckt wird, desto größer die Chance, ihn zu heilen. Kostenlose Früherkennungsprogramme gibt es für Darm-, Brust- und Prostatakrebs, Gebärmutter-, Hals- und Hautkrebs. Für Patienten und Ärzte ist es schwierig zu beurteilen, ob eine Auffälligkeit gutartig oder bösartig ist. Sollte man weiter behandeln oder nicht? Das sind sehr schwere Entscheidungen, weil die Konsequenzen verheerend sind, wenn man falsch liegt. Deshalb suchen wir nach Anhaltspunkten, die uns im Voraus beurteilen lassen, ja, da gibt es eine Anomalie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in einen Krebs verwandelt, ist sehr niedrig. Für Patienten sind die medizinischen Zusammenhänge oft schwer zu durchschauen. Sie müssen ihren Ärzten vertrauen. Ergänzend können Selbsthilfegruppen eine wichtige Informationsquelle sein. Auch für die Ängste und Sorgen von Patienten und Angehörigen ist hier Platz. Wilfried Piecher geht einmal im Monat zum Treffen einer Selbsthilfegruppe. Ich heiße Wilfried und bei mir wurde im März 2015 ein nicht kleinzelliges Lungenadenom diagnostiziert, allerdings schon inoperabel und voller Metastasen auf der linken Lungenseite. Und im letzten CT-Befund ist alles ein bisschen zurückgegangen. Das war sehr erfreulich. Ich hoffe, dass mein Befinden etwas schneller und Hort hier hinterher hängt. Du darfst nicht so viel erwarten. Die Erwartung ist, jetzt ist mein Röntgenbild besser, jetzt muss auch die Kraft wieder da sein. Ja, ja. Das passt aber nicht. Ja, also dieser Unterschied zwischen Befund und Befinden, da ist mir so aufgefallen, dass man medizinisch doch nicht alles machen kann, nicht? Also man trägt für das Befinden natürlich selbst die eigene große Verantwortung, nicht? Und ich habe das Glück, dass meine Frau mir da sehr zur Seite steht. CCC, TC, TC, A, TT, AAA, GA, GC.
Schon heute gibt es einige Tests, die genetische Mutationen erkennen können, bevor überhaupt eine entartete Zelle im Körper aufgetaucht ist. Der erste Test basierte auf der Forschung von Mary Claire King, die Mitte der 1970er Jahre untersucht hatte, warum es Familien gibt, bei denen Brustkrebs viel häufiger als bei anderen war. Ich bin davon ausgegangen, dass es sich um eine häufig auftretende Krankheit handelt. Aber wie viele Brustkrebsfälle würden nur rein zufällig in einer Familie auftreten? Und wie viele treten tatsächlich auf? King entdeckte, dass die Brustkrebsrate in einigen Familien so hoch war, dass es kein Zufall sein konnte. Sie stellte die These auf, dass die Familien eine Mutation in ihrem Erbgut haben und diese über Generationen weitergeben. Auf dem Chromosom 17 konnte King den Abschnitt identifizieren, auf dem die verantwortliche Mutation gefunden wurde, das Gen BRCA. Die Mutation kann durch einen Bluttest nachgewiesen werden. Ist er positiv, erkranken Frauen mit einer Wahrscheinlichkeit von bis zu 70% an Brust- und bis zu 30% an Eierstockkrebs. Mit dieser Vorwarnung können Sie vorbeugende Maßnahmen ergreifen, sich selbst regelmäßig untersuchen oder Brüste und Eierstöcke präventiv entfernen lassen. Katrin Putschbach trägt ein BRCA-Gen. Vor 2 Wochen ließ sie sich die Brüste entfernen. Jetzt war ich letztlich einfach froh, dass wirklich alles jetzt erstmal raus ist. Ne? Also weil unter der Chemo war der Tumor ja immer noch da. Und jetzt bin ich ja eigentlich, ich bin ja jetzt gesund, ne? Das ist ja weg. Ja. Also es gibt ja jetzt nichts mehr in meinem Körper. Ja. So, und das ist natürlich, dafür gebe ich die Brust eigentlich gerne her. Also sie ist ja in dem Sinne nicht weg, dass die Hülle noch da ist. Ne? Das ist ja ganz angenehm. Und sie haben tatsächlich auch meine Brustwarzen behalten. Also sie haben sie versetzt. Das Ding? Ja, haben sie versetzt und ein bisschen verkleinert und so. Aber sie haben sie tatsächlich, sind halt noch meine. Und sind die Ergebnisse schon da? Weil du sagtest, das wird noch mal genauer untersucht. Ja, genau. Die haben das jetzt dann alles in die Pathologie da irgendwie geschickt und dann noch mal die Ergebnisse in der Tumorkonferenz auch besprochen. Und da habe ich jetzt letzte Woche die Ergebnisse auch bekommen. Und da war jetzt erstmal alles gut. Und genau, die andere Frage, die ja immer noch im Raum stand, war, ob ich auch noch eine Bestrahlung brauche oder nicht. Ne? Stimmt. Haben Sie das jetzt auch entschieden? Ja. Und? Ich brauche nicht. Yes! Sehr schön. Sehr cool. Oh, ich habe mich so gefreut. Wenigstens eine Sache. So, ja. Und wie geht's jetzt weiter? Du musst die Medikamente nehmen und dann... Diese Antihormon-Medikation, die ich da nehmen soll, ne? Okay. Auch jetzt. Die hast du bekommen jetzt schon, oder? Ja, habe ich gerade beim Arzt geholt, genau. Darf ich mal sehen? Normale Tabletten oder sind die irgendwie besonders? Ja, die sind halt jetzt hier irgendwie. Okay. Und die musst du dann wie oft nehmen? Einmal am Tag, mindestens 5 Jahre. 5 Jahre? Und genau, das hilft also es blockiert sozusagen die Östrogene und dadurch, wenn jetzt irgendwo noch was wäre, dann könnten die Tumorzellen finden, dann nicht wachsen. So. Wir können ja jetzt einfach mal die erste. Ja, stoßen wir drauf. Also mit mir meine erste Tablette nehmen. Auf die Gesundheit. Prost. Manche Dinge müssen auch einfach mal gut ausgehen, ne? Ja. So, natürlich. Das habe ich jetzt beschlossen. Antihormontherapie und Röntgenkontrollen werden sie in den nächsten Jahren begleiten. Nach der Entfernung der Eierstöcke möchte sie schnell wieder arbeiten. Sie freut sich auf ihren Alltag. Ein Leben, das nicht von der Krebsbehandlung dominiert wird. Die Kombination von Prävention, Früherkennung und neuen zielgerichteten Therapien hat bereits einen großen Unterschied in der Krebsbekämpfung gemacht. Die Sterblichkeitsraten gehen seit 25 Jahren stetig zurück. Dennoch gibt es innerhalb Europas große Unterschiede in den Standards und Strukturen. Ich glaube, dass wir insgesamt in der Behandlung von Krebserkrankungen viel mehr erreicht haben, als das so gemeinhin in der öffentlichen Debatte angenommen wird. Über die Hälfte, in manchen Bereichen fast 2/3, bei den Kindern über 80% aller Patienten können geheilt werden. Für die restlichen Patienten haben wir zum Teil deutliche Verbesserungen der Lebensqualität, der Überlebensdauer und auch der Nebenwirkungen der Therapieformen erreichen können. Gleichzeitig erkennen Forscher in der Komplexität der Krebszelle zunehmend Muster. Die meisten Mutationen in einer Krebszelle sind zufällig und unwichtig. Es gibt nur wenige Veränderungen, die zu den bösartigen Eigenschaften von Krebs führen.
Die Herausforderung besteht darin, viele verschiedene Krebsarten zu vergleichen und so herauszufinden, was den Krebszellen diese zerstörerischen Eigenschaften gibt. Es zeigt sich, dass die Mutationen, die von Bedeutung sind, oft eine Schlüsselrolle bei vielen verschiedenen Krebsarten spielen. Deshalb lösen sich immer mehr die klaren Grenzen in der Behandlung der einzelnen Krebsarten auf. Auch wenn Brustkrebs und Leukämie unter dem Mikroskop verschieden aussehen, können sie einige genetische Veränderungen gemeinsam haben. Die Welt der Krebsarten war sehr klar kategorisiert und nun finden wir diese genetischen Wurmlöcher von der einen Krebsart zur anderen. Könnte man die Mutationen in einer Krebszelle auf wenige Muster reduzieren, wäre es möglich, ihre Wirkung mit einer Methode zu hemmen, die man aus der Chemotherapie kennt. Der Schlüssel ist, den Krebs mit mehreren Medikamenten zeitgleich zu treffen. Wenn Krebs mutiert, verändert er sich. Er gewinnt zwar an Stärke, hat aber auch immer eine Achillesferse. Es ist spannend, die Schwachpunkte, die mit jeder Mutation entstehen, zu katalogisieren. Mutation hier, Schwachstelle dort. Hier angreifen. Die mag zwar mutieren, aber wir können trotzdem angreifen. Im Grunde machen wir einen Schlachtplan in dem Wissen, dass, wohin der Krebs auch flieht, dort schon Soldaten stehen. Krebsforscher haben nicht nur diejenigen Onkogene und Tumorsuppressorgene identifiziert, die tatsächlich Krebs verursachen. Sie haben auch entdeckt, dass keins dieser Gene isoliert arbeitet. Sie wirken als Teil einer Gruppe, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Es gibt nur etwa 200 Gene, die verantwortlich für die meisten Krebserkrankungen sind. Diese 200 Gene wiederum kann man auf 12 Muster zurückführen. Wenn wir also herausfinden können, wie man diese 12 Muster therapiert, wäre das für viele unterschiedliche Krebsarten sehr hilfreich. Am Ende des halben Sommers geht es Wilfried Piecher immer schlechter. Die Entscheidung, doch auf die Palliativstation zu gehen, mir ist sie ja schwer gefallen, weil ich ja eigentlich gerne Wilfried zu Hause gepflegt hätte. Aber der Onkologe hatte ja gesagt, zu Therapiezwecken, damit die Medikamente besser eingestellt werden. Und dann dachte ich auch ein paar Tage. Ja. Und ich glaube, Wilfried hat gewusst, dass er nicht nur ein paar Tage da bleibt. Und dass er auch wieder nicht mehr nach Hause kommt. Wilfried Piecher feiert seinen 68. Geburtstag mit seiner Familie und seinen Freunden. Alle wissen, dass es der letzte ist. Kurz darauf entscheidet er sich für einen Umzug auf die Palliativstation, wo er wenige Tage später im Beisein seiner Frau stirbt. Da fehlt schon. Ja, komisch, wenn ich alleine bin, merke ich es nicht. Hm. Ja, das ist, wenn man sich dann mitteilt. Ja. Ja. Einfach so dieses Alltägliche. Wie findest du das? Wie würdest du das machen? Ja. Das redet ja keiner zu Hause. Ja. Und wenn du dann manchmal hier sitzt, du sagst, eigentlich sitzt du hier dann in Ruhe, oder? Ja. Sprichst du dann auch manchmal und... Nee. Denkst, was würde Wilfried jetzt dazu sagen? Das kriege ich nicht hin. Das kannst du nicht hin. Nee. Es ist ja ein Stein. Wilfried ist ja ganz woanders. Ja. Eben, genau. Wo auch immer. Die einen sagen Himmel dazu, ja. Die anderen sagen, ist in unseren Herzen. Mhm. Ich glaube, es ist überall. Mhm. So makaber sich das anhört, aber irgendwie bin ich auch dankbar für die Zeit, die wir dann hatten. Das waren 16 Monate, die wir so intensiv zusammengelebt haben, wie wir vorher nicht zusammengelebt haben. Wir haben uns noch mal völlig neu kennengelernt und, ja, und haben natürlich auch jeden Tag plötzlich zu schätzen gewusst, den wir noch gemeinsam haben. Mhm. Und gerade wenn Krankenhausaufenthalte waren, das fand ich immer furchtbar, weil ich immer dachte, das ist ein Tag, der mir jetzt geklaut wird. Oder wenn irgendwelche Behördensachen nicht funktioniert haben. Manchmal ist es ja auch schon verzweifelt gewesen. Mhm. Aber es waren immer irgendwo Menschen da, die einen dann wieder aufgefangen haben.
denen man diese für einen eigentlich fremden Gefühle und auch beschämenden Gefühle sagen kann. Mhm. Wenn man sagen kann, ich bin furchtbar wütend. Mhm. Ich weiß gar nicht warum und es ist so unfair. Mhm. Und die dann sagen, ja, das ist in Ordnung. Das ist so. Genau. Das genau. Darf man sein. Ja. Ja. Das stimmt. Mhm. So, dann gehen wir mal los. Ja? Mhm. Oh, der ist schon sehr morsch. Ich wink dann Wilfried immer noch. Er hat uns auch immer gewinkt. Mhm. Das Verstehen der Grundlagen ist entscheidend für die Entwicklung neuer Therapien. Heute ist es möglich, Tumoren auf molekularer Ebene bis in die kleinsten Zellbestandteile zu analysieren. Dies führt zu einem individualisierten Verständnis der Erkrankung jedes einzelnen Patienten und zu maßgeschneiderten Therapien. Die weitere Hoffnung der Forscher, indem Krebs sich immer wieder verändert, nutzt er die Kraft der Evolution, um zu überleben. Vielleicht könnte ihn dann etwas besiegen, das ähnlich flexibel ist, das menschliche Immunsystem. Genau diese Hypothese brachte uns dazu, diejenigen Zellen zu identifizieren, die den Krebs von allein angreifen, um sie für eine neue Art der Behandlung zu nutzen. Rosenberg isolierte in einer Reihe klinischer Studien verschiedene Arten von Immunzellen und injizierte sie Patienten. Bei den ersten 66 zeigte seine Therapie keinerlei Wirkung. Im Jahr 1984 behandelt er die 67. Patientin, die Marineoffizierin Linda Taylor, mit einer höheren Dosis. Drei Jahrzehnte später erfreut sie sich noch immer bester Gesundheit. Die Hoffnung bei diesen ersten Experimenten war es, einen bestimmten Teil des Immunsystems zu aktivieren und zu trainieren, nur die Krebszellen anzugreifen und nicht die normalen Zellen. Rosenberg entdeckte, dass eine bestimmte Art von Immunzellen in unserem Körper, die T-Zellen, Tumoren bekämpfen. Sind sie aber in der Unterzahl, sind sie zu schwach. In Dutzenden experimentellen Studien lernte Rosenberg, wie er T-Zellen aus dem Körper des Patienten extrahieren kann, um sie im Labor zu Milliarden Zellen zu vermehren und dann dem Patienten zurückzugeben. In den frühen 1980er Jahren begann auch Jim Allison an der University of Texas über den Zusammenhang von Immunsystem und Krebs zu forschen. Es bestand eine große Skepsis in Bezug auf die Immuntherapie. Bei einer Sitzung mit Krebsbiologen 2004 hatte ich das Gefühl, ich sollte mir lieber einen Schutzhelm aufsetzen und damit einem Bodyguard reingehen, weil ich so dreist war zu sagen, ich denke, dass das Immunsystem den Krebs besiegen kann. Allison hatte eine andere Idee, woran es liegen könnte, dass das Immunsystem bei Krebs nicht aktiv ist. Es gibt auf der Oberfläche von Körperzellen Meldesysteme, die dem Immunsystem signalisieren, ich bin einer von euch, greif mich nicht an. Und Krebszellen können all diese Mechanismen benutzen, um sich vor dem Immunsystem zu verstecken. Entweder sie senden überhaupt keine Signale aus oder senden eben Signale aus an das Immunsystem, sie doch bitte zu verschonen, weil sie ja zum Körper gehören würden. 1996 entwickelte Allison einen Antikörper, der die Blockade der T-Zellen wieder rückgängig macht, indem er selbst die Rezeptoren blockiert und damit den Krebszellen diesen Weg versperrt. Die Immunzellen können so den Krebs erkennen und bekämpfen. Es dauerte Jahre, um eine Firma zu finden, die ein solches Medikament produziert, aber 2011 kam es schließlich auf den Markt. Diese beiden Strategien, mit Rosenbergs künstlich vermehrten Immunzellen eine Abwehrreaktion zu erzielen und mit Allisons Antikörpern krebsbedingte Blockaden der Immunzellen zu lösen, sind heute fester Bestandteil der Immuntherapie. Aus Gründen, die noch nicht vollständig verstanden werden, ist die Immuntherapie bisher am erfolgreichsten im Kampf gegen eine kleine Gruppe von Krebsarten, vor allem bei Haut-, Lungen- und Nierenkrebs. Bei den meisten anderen Arten sind die Zellen im Immunsystem noch nicht in der Lage, den Krebs zu finden und zu bekämpfen.
Wir stehen noch ganz am Anfang eines langen Weges, der hoffentlich voller neuer Immuntherapien ist. Es gibt Leute, die dieser Forschung ihr Leben widmen, und wir fangen langsam an, Erfolge zu sehen, weil man das Immunsystem tatsächlich trainieren kann, Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen. Viele Krebsheilmittel sind im Laufe der Jahre aufgetaucht und wieder verschwunden. Neue Forschungsergebnisse und Medikamente kamen hinzu. Gentests, gezielte Krebstherapien, die Immuntherapie, aber auch die Prävention sind weltweit die großen Hoffnungen der Forscher im Kampf gegen Krebs. Krebs wird es immer geben, weil Krebs ja letzten Endes eine Eigenschaft ist, die entsteht, wenn Gewebe wächst. Und das ist für das menschliche Leben unvermeidbar. So ein Mensch besteht aus vielen Milliarden Zellen. Es ist für Biologen überraschend, dass Krebs so selten auftritt, wenn man überlegt, welches ungeheures Potenzial für Wachstum Zellen haben. Deshalb scheint es unwahrscheinlich, dass eine einzelne Behandlung oder Präventionsmaßnahme oder auch alle zusammen Krebs je vollständig besiegen können. Dennoch hat jeder von uns zu einem gewissen Teil auch Einfluss darauf, das eigene Risiko mit einer gesunden Lebensweise zu senken. Je älter Sie werden, umso mehr sehen Sie, und je länger Sie sich mit dem Gebiet befassen, umso mehr sehen Sie, wie viele offene Fragen immer noch bestehen. Aber niemand bezweifelt, dass eine große Hürde in der Krebstherapie überwunden ist, mit dem grundlegenden Verständnis, was Krebs eigentlich ist. Ich bin begeistert, dass wir heute ein Problem verstehen, von dem wir vor einem halben Jahrhundert noch nichts gewusst haben. Selbst wenn es noch 50 Jahre dauert oder 100, es ist immer noch ein erstaunlicher Triumph für die Wissenschaft, auch wenn es erst meinen Enkeln nützt. Dafür müssen wir uns wirklich nicht schämen. Ob Krebs sich weiterentwickelt, wir auf jeden Fall. Heute können wir über die Hälfte aller Krebserkrankungen dauerhaft heilen, dank der Bemühungen von Forschern, Ärzten, Pflegepersonal und Patienten.